heilen. Dude, ich will mit dir reden. Mal mit dir reden? Ich reite gern mein F- ich fahr gerne Fahrrad. Ich fahr so gerne Fahrrad. Oh, du hast nichts davon gehört. Doch. Du hast gerne Fahrrad fährst, hab ich gehört. Oh, was ist denn hier los? Wow. Ich bin einen Schritt nach rechts, komm ich direkt wieder raus. Ein Trainer mir mal erzählt, dass Liebe nur ein Wort ist, bis jemand vorbeikommt und uns eine Meinung, eine Bedeutung verleiht. Ich habe nicht daran geglaubt, bis ich ein zurückgewiesenes, wildes Lilligant gefunden habe und mich um sie gekümmert habe. Schau an, wie fröhlich sie jetzt blüht. Ich hoffe, du kümmerst dich genauso um deine Pokémon. Weißt du, wer wir sind? Wir sind in der Mitte unseres Hauses. Unseres Hauses. In der Mitte unseres Hauses. Unseres Hauses. Unseres Hauses. Unseres Hauses. Unseres Hauses. Sagst du irgendwas anderes noch? Unseres Hauses. Unseres Hauses. Unseres Hauses. Unseres Hauses. Unseres Hauses. Unseres Hauses. Okay. Diese Stadt ist vielleicht groß genug. Für uns beide. Ah! Wow. Ist da eine Irre drin? Hallo, ich bin's, Henry Gates. Ich wollte nur sagen. Ich wollte dir das nur sagen, damit du dich an mich erinnern kannst. Brauchst mich nicht zuspammen. Das ist irgendwelche blauen Unterstützer. Sei nett. Die Toten erheben sich aus den Gräbern. Du verstehst nur Harmonie. Wie ist die Übersetzung von Discord? Uneinigkeit. Uneinigkeit ist nötig für Kontrast. Ich arbeite hart. Ich moderiere. Ein Mann, der die Welt genauso sieht, wenn er 50 ist, wie er sie gesehen hat, als er 20 war, hat 30 Jahre seines Lebens verbraucht. Nein, weggeschmissen. Nicht verbraucht, weggeschmissen. Okay, das war irgendwie das Irrenhaus in der Stadt. Hey, hier ist noch wieder Blitzkrieg. Sieht aus, hätte mein Umbenennungsspruch fehlgeschlagen. Mir fehlt ein Haar. Magie ist schwierig, weißt du? Was ist falsch mit euch? Mama Thieu hier. Ich liebe Mama Thieu. Oh so, das habe ich Mamatus genannt. Bist du das? Nee, Starapor. Ich kann ja auch ein paar Pokédex-Sachen kriegen, damit ich nicht mehr nachgucken muss, wo ich die herkriege. So, gib mal her. Ja, Seedaten. Oh, Dragoran, Seedaten. Almonilla. Malamar. Volcarona. Die kenne ich alle nicht. Kenne ich alle nicht. Nichts davon. Evoli habe ich ja selber schon. Da gibt es keine Daten geben. So. X-Revolution 94. Wenn du Pre-Hack siehst, sage mir, soll ich meinen Hut zurückgeben. Okay. Der Sturm ist in ihren Herzen. Ich beruhige sie. Nicht ihn, sie. Du täuscht vielleicht die Welt. Täuscht vielleicht die Welt über die Jahre hinweg und kriegst dafür noch Schulterklopfer, wenn du vorbeigehst. Aber deine finale Belohnung werden Kopfschmerzen und Tränen sein, wenn du den Mann im Glas betrogen hast. Der Mann im Glas ist doch der im Spiegel. Also dich selbst. Nutzt wieder jemand Ambipom in PvP? Kylo Ren.
Zeig mir die Kraft der Dunkelheit und ich werde beenden, was du begonnen hast, Großvater. Moment, du bist nicht Großpapa. Hau ab! Die Toten erheben sie in den Gräbern. Look, Blader. Wir haben's geschafft. The fuck? Wo bin ich hier? What the hell? Höhenheim. So sehen wir uns also wieder. Freundschaft erzeugt ein starkes Team. Stärker als irgendetwas sonst. Willkommen in der Beiträgerhalle. Wenn du willst, kannst du mein Polygon spielen. Aber bitte jetzt stürm mich nicht. Lucarius Sindelet. Das bin ich kennt. Zip. Hey, das ist wieder ein Polygon. Nischlein, Rock, Paper, Scissors. Choose. Scissors. Lion pick Scissors. Polygon pick Scissors. It's a draw. Polygon. Rock, Paper, Scissors. Scissors. It's a draw. Machen wir immer Scissors oder immer das gleiche? Rock. Lion pick Rock. Polygon pick Paper. Ah. Wenn ich jetzt nochmal Paper nehme? Pick Paper. Polygon pick Scissors. Okay, ich schaue maximal einen Draw. Lion pick Paper. Polygon pick Scissors. Ja, okay. Andere immer das gleiche und ich schaffe maximal durch einen Draw. Swampert. Die Daten bekommen. Ludicolo. Numeria. Numeria? Ach komm. Mighty Hina ist das Ding eigentlich. Talonflame. Akali. Sharpedo. Meine Pokémon sind die schnellsten. Nach ein paar Runden. Gib niemals auf, wenn du es nicht mal wenigstens versucht hast. Mach, was du kannst. Egal, wie klein der Effekt sein wird. Habt ihr was Leckeres im Kühlschrank? Nom, 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 nom. Kühlschrank lecker gegessen. Tschüss, dankeschön. War schön bei euch. Manche Leute laufen im Regen. Andere werden einfach nur nass. Valar Morghulis. Ich hatte nicht gedacht, dass ich so weit kommen werde, aber ich habe nichts dagegen. Okay, hier oben noch jede Menge Platz. Ich stehe etwa mal im Mülleimer? Nein. Hier oben ist niemand, das ist interessant. Da ist null. Kann man also noch Leute in die Halle stellen, wenn hier noch Leute mit vielen Euros wahrscheinlich das Spiel unterstützen, könnte man wohl hier sich einen Ehrenplatz. Gattern. Denke ich. Umständlich kann man selbst entscheiden, was man da reinschreiben will, wenn die Leute die Texte. Der Text an der Tür sagt nur Champions erlaubt. Ich glaube, ich muss Champion sein. Was ist denn das hier? Das ist die Goldarena. Aha. Mr. Psychos Haus. Hallo, Mr. Psycho. Aha! Ich habe versucht, intensiv zu meditieren und du hast meine Konzentration gebrochen mit deinem unvorhergesehenen Besuch. Die psychische Fähigkeiten, die mir über Generationen vererbt wurden, ist sehr speziell. Ich muss mich dafür sehr tief konzentrieren. Und in tiefen Gedanken bleiben, um sie aufrechterhalten zu können. Und ich mag es nicht, meinen Denkprozess unterbrochen zu bekommen durch solch einen Vorfall.
Du musst ihn nicht erklären. Ich hab telepathische Fähigkeiten. Ich kann sogar deine Gedanken lesen, Lein. Du bist hierher ziellos hierher gekommen, einfach nur um zu erkunden. Du bist nicht mehr vorher über mich informiert worden. Dein fehlendes Verständnis für die Allmächtigkeit der psychischen Fähigkeiten. Nach dem telepathischen Lesen deiner Gedanken zu urteilen, bist du vollkommen unerfahren im Kampf gegen Psycho-Pokémon. Das bestätigt nur noch mehr meinen Punkt. Vielleicht bin ich ein bisschen zu gemein und rüde zu dir. Aber du hast keinen Wert für meine Zeit. Also bitte lass mich ungestört. Ich muss mit genug anderen ebenso ziellosen Besuchen zurechtkommen, wie es bereits ist. Jetzt tschüss, verzieh dich. Mr. Psychos psychokinetische Kräfte wurden aus Frust auf dich losgelassen und nicht weggeschubst. Okay. Sehr gut. Logomaster, Guildmaster. Aha. Hallo, um eine Gilde zu erstellen, musst du 100 Stunden Spielzeit haben. Außerdem kostet er sich 400.000 Pokédollar. Um eine Gilde zu erstellen, benutze G-Create Your Guild Name. Deine Gilde darf nur Buchstaben enthalten und keine Nummern oder Spezialzeichen. Du musst ein Gildenleiter sein, um mit mir zu sprechen. Ah, kann ich hier meine Gilde noch customisieren? Okay. Hier ist das Rieseneinkaufszentrum, oder? Hier gibt's auch alles. Gab's auch die ganzen Elementschläge und sowas. PvE Coin Apprentice. Hallo, ich bin der PvE-Münzen-Verrückte. Außerdem versuche ich sie gegen allerlei nützliche Sachen zu tauschen. Du hast 0 PvE-Münzen. Was kann ich für dich tun? Tschüss. Komm, wieder zurück. Wie kriege ich denn PvE-Münzen? Ich habe keine Ahnung, wie ich PvE-Münzen kriege. Thunderwave. Ach, das ist Donnerwelle. Nee, Donnerwelle will doch kein Schwein haben. Die Musik hier ist die Musik irgendwie gerade super leise. Rezeptionistin Sally. Reden wir doch mal mit Sally. Hallo Sally. Willkommen, Sivko. Kantos führender Technologiekonzern. Toll. Mehr sagst du mir nicht? Du hast ja den anstrengendsten Job der Welt. Kommt dann irgendwie Team Rocket, oder? Bitte rette uns! Team Rocket hat uns überfallen! Ach, hier ist es mit dem Teleport-Gedöns, ne? Den Teleportern! Gucken wir mal, was ich mit dir tun kann. Guck! Ha! Boss hat uns hier auf eine Mission geschickt! Ja, und? Den kann ich trotzdem platt machen, oder? Schaufler. Superzahn, das tut noch ein bisschen weh. Ha, vorbei. Sandgrab. Zack, gerade so. Das war knapp. Ich hab versagt, indem ich dich nicht aufgehalten hab. Dies stimmt. Du hast versagt. Flup. Der hat dir was gebracht. Machen wir nochmal den hier. Ich hoffe mal, du willst an mir vorbei.
Du musst erst mit mir kämpfen. Ihr habt langweilige Pokémon. Giftschlag. Los geht's. Zack. Tot. Also noch ein Giftschlag, dann ist das auch tot. Batz. Boah. Das war ja schwierig, dich zu besiegen, muss man schon sagen. Was ist das? Ich habe ein Upgrade gefunden. Ich frage mich, warum jemand es wegwerfen würde. Das ist doch das, womit sich Porygon entwickelt, oder? Gerade doof. Wo bin ich denn hier gelandet? Sabrina? Warum ist hier Sabrina? Sabrina ist doch eine Arena-Leiterin, oder nicht? Warum ist denn hier eine Sabrina? Guck, guck. Wir werden die Silfco-Pokémons klauen. Der Boss wird so stolz sein. Was willst du machen? Uns aufhalten? Ja. Oh. Maxatu dagegen effektiv gegen Gift. Spit up. Psychokinese, hoffentlich. Ja, sehr schön. Und der hat gewonnen. Vielleicht schaffst du es doch, uns aufzuhalten. Gibt's hier auch noch was? Nö, hier gibt's nichts. Schade. So. Kann ich hier sinnlos die Gegend sprinten? Okay, hier ist bloß ein riesen Fernseher drin. Warum die Musik hier so super leise ist, verstehe ich nicht ganz. Diese Ebene ist habe ich mich um diese Ebene habe ich gekümmert. Okay. Wer bist du denn, Lance? Brrr, ich geh mal hier rein. Komm ich doch bestimmt ins Erdgeschoss wieder, oder? Zugangsberechtigungsfehler. Sehr gut, dass ich jetzt wieder oben rauskomme. Das wollte ich ja eh. Trotzdem jetzt. Tschüss und macht's gut.